Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu HWK TV. Heute befinde ich mich für Sie im Kompetenzzentrum der HWK in Koblenz, denn hier findet am 13. Juni das große Schulfest statt. Aber nicht nur hier, sondern auch im Bauzentrum und im Technologiezentrum der HWK kann man Wissenswertes über handwerkliche Berufe erfahren und auch mal selbst alles ausprobieren. Roboter, Fotoshooting, Lasertechnik, Bungee-Running und. Entdecken, staunen, mitmachen. Handwerk ist mehr, heißt es beim HWK-Schulfest am 13. Juni in den Berufsbildungszentren der Handwerkskammer. Eine Aktion für Schüler der Sekundarstufen 1 und 2, die sich über die Berufsvielfalt des Handwerks informieren können, wenn sie wollen, aus erster Hand von Lehrlingen selbst, die berichten, wie sie zu ihrer Lehrstelle kamen. Durch Verwandtschaft und ein paar Bekannte bin ich zu einem Praktikum gekommen, bei uns im Ort, in einem Maurerbetrieb. Und ja, dann habe ich ein Praktikum gemacht, wie gesagt. Und dann war der Chef so begeistert von mir und ich war auch sehr begeistert von dem Beruf und dann habe ich mich entschieden. Wieso hast du dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden? Was? Weil man, ich würde sagen, später nach der Ausbildung, man kann viel drauf aufbauen, man kann Fachabitur machen, man kann eine Ingenieurschule besuchen, Ingenieur studieren. Das würde mich auch interessieren. Nach der Lehre. In den Werkstätten der Handwerkskammer können die Schüler selber einmal Hand anlegen und ihre Stärken kennenlernen. Hier in der Praxis, beim Jobtester, auch im theoretischen Bereich. Lehrlinge zeigen, wie es geht und sorgen mit ihrem Engagement zum Gelingen des Festes. Letztes Jahr, da waren die Kinder hier in den Werkshallen und da haben wir mit den Kindern so Häuschen gebaut. Hatten wir vorgefertigte kleine Klötzchen, die man dann zusammensetzen konnte mit Leim und dann haben wir mit denen so kleine Häuschen gebaut. Eine andere Zimmerergruppe hatte mit denen Würfel gemacht und dann hatten wir noch so eine Wand, wo man seine Köpfe durchdecken konnte und dann hatte man so ein Zimmerer-Outfit oder ein Maler-Outfit oder sowas und ja. Das lief schon alles ganz gut, aber hier war auch ordentlich viel los. Und auch in diesem Jahr wird wieder ordentlich etwas los sein. Rund 5000 Schüler werden beim Fest erwartet. Dort, wo in den Ausbildungswerkstätten die Lehrlinge von heute fit für ihre Zukunft gemacht werden, dreht sich am 13. Juni alles um die Gäste des Schulfestes. Sie können nicht nur einen Blick über die Schulter werfen, sondern auch selber mitmachen. Werkstattaktionen geben tiefere Einblicke, wenn ein bestimmtes Berufsbild bereits gewählt ist. Spiele und Wettkämpfe sorgen für Action und Spannung. Eingeladen und angesprochen sind nicht nur die Schüler, auch deren Lehrer und Eltern sind herzlich willkommen. Garantiert werden auch Sie Handwerk von einer neuen, vielleicht noch nicht so bekannten Seite erleben, so auch im neuen HWK-Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation. Computer, Hightech-Bearbeitung und sogar ein Fernsehstudio laden ein, diese moderne Seite des Handwerks zu erobern. Hier in unserem Foto- und Videostudio wird es ein Kommunikationstraining geben. Und in diesem Zusammenhang lernen die Jugendlichen, wie sie sich in einem Vorstellungsgespräch verhalten. Also was da auf sie zukommt und wie sie sich so verhalten, dass sie dann auch eine gute Chance haben, den Job zu bekommen. Oder die Ausbildungsstelle vielmehr. Dankeschön, Frau Philippi. Aber nicht nur an diesem einen Tag können sich Schüler und Jugendliche über handwerkliche Berufe informieren. Die pädagogische Anlaufstelle der HWK steht das ganze Jahr mit Rat und Tat zur Verfügung. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die pädagogische Anlaufstelle der Handwerkskammer Koblenz, sie ist der Treffpunkt für Lehrer, Schüler, Eltern, Wirtschaft und die Öffentlichkeit. Unter ihrem Dach werden zahlreiche Maßnahmen für junge Berufsein- und Aufsteiger gebündelt. Das reicht von der Information für Schüler bei der Berufswahl, die eigenständige Aktualisierung der Lehrstellenbörse bis hin zu Sondermaßnahmen, sollte mal alles nicht so rund beim Berufseinstieg klappen. Pädagogische Anlaufstelle der Handwerkskammer Koblenz gibt es seit über 27 Jahren. Sie ist eine feste Einrichtung zur Unterstützung von Jugendlichen, die eine Ausbildung im handwerklichen Bereich anstreben, die noch verschiedene Defizite mit sich bringen, die Lehrstellen suchen und wir helfen dabei, sich richtig für den Beruf zu orientieren, die richtige Berufswahlentscheidung zu finden. Und gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, die diese Programme fördert, machen wir Sondermaßnahmen über die Berufsvorbereitung, über den Berufseinstieg im ersten Ausbildungsjahr, aber auch über Sondermaßnahmen, beispielsweise Einstiegsqualifizierung für Jugendliche durch Praktika in entsprechenden Betrieben. Neben der Ausbildungsberatung bietet die HWK über ihre pädagogische Anlaufstelle berufsvorbereitende Maßnahmen zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen, Tippmaßnahmen und Grundausbildungslehrgänge.
Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene, die den Anschluss an das Berufsleben zu verlieren drohen oder bereits verloren haben, Starthilfe benötigen oder Sprachschwierigkeiten haben. Berufsfelder sind Metalltechnik, Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung, Haar- und Körperpflege, Ernährung, Hauswirtschaft und Verkauf sowie Bautechnik und Gartenbau. Neben jeder Menge Handwerk wird natürlich auch ein großes Rahmenprogramm geboten. Es geht von Bungee-Running über Torwandschießen bis hin zu einem großen Schülerzeitungswettbewerb. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Kommen Sie einfach vorbei am 13. Juni zum Schulfest der HWK. Bis dahin, auf Wiedersehen. Alle Schüler, die in den Sommerferien wieder praktisch und kreativ arbeiten und dabei handwerkliche Techniken erlernen wollen, bietet die Handwerkskammer Koblenz in den Sommerferien 2007 dreitägige Workshops als Junior-Technikerin bzw. Junior-Techniker an. Infos unter 0261 398 115. Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz. Karosserie- und Fahrzeugbauer ab 25. August, Teilzeit in Koblenz. Straßenbauer ab 8. September, Teilzeit in Koblenz. Weiterbildung bei der Handwerkskammer Koblenz. Holz-CNC-Tischler ab 16. Juli, eine Woche in Koblenz. Feuerverzinken ab 17. September, vier Abende in Koblenz. Grundlagen der Filmgestaltung am 7. Juli in Koblenz. Alle Infos zur Ausbildung, freien Lehrstellen und Co. gibt es bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer. Telefon 0261 398 332.